Okay, wir müssen auf jeden Fall da raus. Ich würde erst mal gucken, wenn da irgendwo was gibt, was wir übersehen haben. Also hier. Hier sind wir noch hoch. Mein Gott, was steht denn da? Entschuldigung, Sir. Könnten Sie einem Kleinstadtmädchen zeigen, wo es lang geht? Ich bin zum ersten Mal in der Stadt. Oh, Sir. Schätze, hier ist alles ein wenig größer. Oh Oh, yeah. darf ich ihn ausprobieren? Ich kann nicht anders. Beide. Maxheed und Laura Norder in Maxheed 7. Mag ja was für Idioten sein, aber ich würde lieber sowas machen, als mich hier umbringen lassen. Ich schätze, da hast du Pech gehabt. Ich bin Wladimir Lem. Ich lade Sie zur großen Eröffnung meines Restaurants ein. Wodka. Kommen Sie, machen Sie eine Szene. Und man wird Sie sehen. Leute? Hallo. Pech gehabt. Also, liebe Kinder, Fernsehen tötet. Ne? Wollte ich nur mal so festhalten. Ist doch auf jeden Fall gelohnt, ja, zu kommen, würde ich sagen. So, dann jetzt ab durchs Fenster. Und vielleicht noch ein Stückchen näher kommen. Also, ja. Ach, kommt mir also genauso blöd wie der Trottel, der schon unten liegt. Oh mein Gott. Na, oh, Mann, 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 Hasse sowas. Weil uns das Brett runterschubst, ne? Springen! Nein, nicht da runterfallen. Kann man speichern. Mal zu Hause. Oh, Walküre. Muss ja jetzt extrem teuer sein, die Droge. Wo zum Teufel warst du? Warum hat das so lange gedauert? Wo ist der Rest von euch? Du bist die Verstärkung, die Vinny uns versprochen hat, stimmt's? Wer sonst? Bin nur noch ich. Die Klüger haben den Rest erwischt. Verdammt! Die knallen uns ab wie die Fliegen. Schätze, eine Pistole mehr ist besser als gar nichts. Okay, gehen wir. Was für Idioten. Wie geil. Okay, auf zum Parkplatz. Wir müssen dem Boss diese Russen vom Leib halten. Ja, yep. Halten wir sie dem Käpt'n vom Leib. Yep. Oh, tut mir leid. Sorry, sorry. Ich weiß, das ist nicht witzig. Ist tot ernst. Ja. Die Abenteuer von Captain Großkopf Community. Hey, es reicht. Wir haben einen Job zu erledigen. Ach, es regnet wieder aus Eimern. Ich bin auch schon ganz in Eimern. Pass auf, es wird was anderes regnen, wenn die Kleider auftauchen. So. Achso, wir können denen ja eigentlich helfen, ne? Wir können ja jetzt schießen. Sind ja auf unserer Seite. Ah, ihr macht das schon. Ja, der hat gerade auf uns geschossen.
Warum hat er jetzt auf uns geschossen? Warte mal. Ist normal. Wird gespeichert erst? Hey! Okay, auf zum Parkplatz. Wir müssen den Boss diese Rüstung. Ich glaube, wir hätten den, der aus der Tür kommt, nicht erschießen dürfen. Oh, tut mir leid. Sorry, ich weiß, das ist nicht witzig. Ist tot ernst. Die Abenteuer von Captain Großkopf Cognetti. Hey, yep. Es gibt eine neue Fernsehserie. Ach, es regnet wie aus Eimern. Ich bin auch schon ganz im Eimer. Passt auf! Es wird noch was anderes regnen, wenn die Klima auftaucht. Yep. Max Reload. Okay, den darf ich also nicht erschießen. Ah. So, der erkennt uns sowieso. Schade. Ah, schade. Ich dachte, wir können weiß mit ihm mitlaufen. Wäre doch cool gewesen. So, wo geht's denn weiter? Gibt's hier noch was für uns? Wir hier rein? Nein. Da, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Ja, komm schon. Scheiße. Okay. Ein paar Painkiller nehmen. Ja, fast. Wer schießt denn hier noch auf uns? Einer bis aufs Dach geflogen, aber der hat überlebt, ja. Ich würde gerade sagen, der Sound weg. Hallo? Oh Mann, warum muss mir das passieren? Ja, weniger. Oh, es war perfekt. Jetzt ist alles ruiniert. Die Stimme erkennen wir doch sofort. Oh. Oder? Oh nein. Nee. Nein, Pain, nicht Sie! Warum muss mir das passieren? Pain, Sie müssen mir helfen! Hier drin ist eine scheiß Bombe! Wenn ich den Kopf abnehme, geht sie hoch! Bye bye, Winnie! Sie sind ach, doch, Winnie, sag ich doch! Helfen Sie mir! Wie ist das passiert? Der Russe hat mich verarscht! Willkommen im Club! Ich kann Ihnen helfen, ihn zu kriegen! Ich schwöre! Holen Sie mich hier raus, dann helfe ich Ihnen! Dann haben wir jetzt einen Deal. Ach komm! Wieso lässt du dich immer mit den Idioten ein? Maxi. Oh Mann. Die wollen mich umlegen. Sie müssen mich schützen. Wir müssen raus hier. Durch den Hinterhof. Ich kaufte Winnie sein Versprechen, mir zu helfen, nicht ab. Aber ich wollte alles tun, um Vlads Pläne zu vereiteln. Okay. Hey, geben Sie mir Deckung! Geben Sie mir Deckung! Wir müssen da durch. Pain, worauf warten Sie noch? Halten Sie mir die Bombe ein! Legen Sie sie um! Ja! Was? Oh, komm, wo kommt denn? Da ist er.
Und, ach, die haben so eine Rauchgranate reingeschmissen. Ah, diese Drecksäcke. Wühlen! Ach, wart ab, Junge! Wirklich? Sein F- ja, dann warte doch! Ja, was ab, wenn ihr hier? Mann, Mann, Mann. Tschüssi! Boah, noch, also drei Vierer. Okay, okay, die schnappen uns auch noch. Winnie? Ja, wie gesagt, das Maxi Line und seine Zielkünste. Ja, ist nicht so gelbe vom Ei. Und dann noch mehr oder was? Was? Shit, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, oh, wir haben nicht gespeichert. Wir haben nicht gespeichert. Legen Sie sie um! Ja, was? Dezenter Waffenwechsel hier. Ja, mache ich, danke. Gut, gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Wir sind noch nicht alle tot. Ja, wir haben, boah, genug Munition. War eigentlich noch ein Sniper? Nein. Wirklich? Ach komm, Junge! Oh Mann, ey, da sind noch mehr von denen! Sie kommen über die Mauer! Bringen Sie mich hier raus! Hört ihr! Hört ihr, ihr Bastard! Ihr geht raus! Ihr werdet mit mir! Boah, ganze Munition! Da hat er auf dem Klumpen dabei, fällt alles hinter die Mauer. Maxi-Line. Spielen üben. Das wollen wir im dritten Teil aber besser sehen, ne? Mal speichern. Laden und weiter geht's. Das nur um diesen Idioten zu beschützen, der uns schon wer weiß wie oft töten wollte. Winnie! Du bist gestört. Wie haben die dich eigentlich in dieses fucking Kostüm bekommen? Ja, voll so sei. Hier lang, Payne. Hier kommen wir nicht durch. Ab durch die Hintertür.
Oh mein Gott. Winnie, 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 Winnie. Oh. Scheiße. Ich pass nicht durch. Ich pass nicht durch. Die Bombe geht gleich hoch. Was jetzt, Payne? Was jetzt? Denk nach, Winnie. Mann. Die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne. Wirklich? Schützen Sie mich. Wir müssen zum Aufzug. Jupp, erwischt. So, wo ist er jetzt hin? Der steht noch, das heißt irgendwo. Noch mehr. Ah, fuck. In deinen Kopf. Ah, scheiße. Na, fuck. Die standen direkt neben dem. Nein. Geschaut. Scheiße. Will die Maus noch bewegen? Oh, wir haben so lange nicht. Wir müssen öfter speichern auf jeden Fall jetzt. Sonst machen wir das ja noch 10 Mal. Die war sein hier. Du bleibst gefällig. Draußen. Entschuldigung. Genau wie du. Und du. Wir müssen los, Payne. Ja, Vinier. Idiot. Speichern. Oder was? Ups, geht erst los, wenn wir auch da sind. Ah ja, und oh nee. Oh, Winnie! Scheiße. Was für ein Trottel! Noch mehr von denen! Payne, leg sie dir um! Andersrum, mein Freund! Speichern! Wie hat er denn da reingekriegt? Denk nach, Winnie. Okay. Sie geht deutlich die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Payne. Erledigen Sie die Payne. Schützen Sie mich. Wir müssen zum Aufzug. So, wo kommen jetzt die her, die denn... Aha! Los geht's, Payne! Los geht's! Ja, bin schon im Weg, Junge! Du bist schon eine leicht erbärmliche Witzfigur, mein Freund. Nee? Winnie. Wenn er jetzt ohne uns? Was für ein Wichser! Ich speichere mal nicht, für den Fall, dass er stirbt. Genau, das passiert nämlich gerade. Na, ah, Mann. Du Volltrottel. Ah, Kisten. Ach, er muss die Tür aufmachen. Scheiße. Komm, lauf. Lauf, mein Freund. Lauf. Boah, ich bin heute ganz schön müde, ey. Die legen mich hier
Ja, ich warte doch schon die ganze Zeit auf dich. Der schon wieder her. Ich erst, mein Freund. Wirklich? Deswegen sind wir jetzt mit dem Fahrstuhl gefahren? Ah, fuck. Und die Munition, das sind nur Pink, oder? Vielleicht schaffen wir das sogar noch, die zu holen. Ich will jetzt nicht speichern. Ich weiß nicht, ob der gleich verreckt. Halten Sie sie auf! Eine einzige Kugel könnte die Bombe auslösen! Ah, du hast eine schicke Wohnung, mein Freund. Erstmal umgucken, ja. Na was? Was denn? Ich bin Sammler. Wissen Sie, was das Zeug wert ist? Ich sag's Ihnen. Ein Arsch voll Kohle! Ist doch nichts dabei. Ja. Eine Menge harte Jungs stehen auf dem Kram. Frankie auch. Und ich. Was tun Sie denn? Was tun Sie denn? Das sind unbezahlbare Sammlerstücke. Nein! Was tun Sie? Dafür, dass du uns andauernd töten wolltest. Ach, und du ziehst dir mal die Sendung rein, oder was? Ich will mitgucken. Ab auf deine Couch hier. Haben die nicht gerade gesagt, das wäre schon das letzte? Ich will ja echt nicht angehen. Da. Oh Mann! Sie kommen! Sie sind auf dem Balkon! Da wollten wir doch raus! Tun Sie was, Payne! Ich versteck mich ja einfach. Was waren das bitte für Gespräche? Ist gerade eine Granate geflogen, oder? Oder? Sah so aus? Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! So, ich nehme mich Muni sammeln. Wir haben echt nicht mehr viel.
Ja, hättest du dich mal angeschnallt, Freundchen. Hast du doch nicht aus dem Auto geflogen. Ja, warte, Winnie, ich brauch doch die Muni. Mann. Ah, dieser Kerl. Scheiße. Und da wir haben wir noch mal laden weiter. Ah, scheiße, wir sind zu weit hinten. Oh, das kann nicht wahr sein. Mann, scheiße. Kann der nicht ein paar Painkiller nehmen? Lampe, schnell! Heben Sie mich hoch! Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Was? Ey, wo bedient man das? Nee. Warum? Jetzt können wir uns aber erstmal kurz umschauen hier. Ja, bis jetzt ist noch keiner da. Bis jetzt. Ah, hier. Scheiße, scheiße, oh, scheiße. Oh. Boah, was treffen die denn? Das kann ja nicht wahr sein. Ey, kannst du Sekunde warten? Oh, Winnie. Nachladen. Zack, alle down. Ach komm, wir wollen die Muni einsammeln. Maxilein. Nein. Winnie brauchte Mona ebenso sehr wie ich. Versuchen wir Mona Sex zu finden. Sie kann die Bombe entschärfen. Sind Sie irre? Die ist genauso schlimm wie der Russe. Die gehört doch zu der gleichen verfickten Truppe. Ich muss Sie enttäuschen. Ich war verzweifelt genug, Mona in der Geisterbahn zu suchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Max, mein teurer Freund. Blatt. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte. Vlad und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren.
Es war klar, dass sie hinter Vlad her war. Spielen überhaupt nicht. Sie kam durch das Feuer zu mir.